Drei Chefärzte. Der Gastroenterologe, der Chirurg und der Onkologe. Drei verschiedene Fachabteilungen, verbunden in einem Zentrum zur interdisziplinären Behandlung von Darmkrebs am Elbland Klinikum in Riesa. Darmkrebs bedeutet eine von häufigsten Krebsarten, sowohl bei Männern als auch bei Frauen in Europa, in sagen wir, westliche Hemisphäre, in den Industrieländern. Darmkrebs bedeutet aber auch die Möglichkeit, effektiv und effizient zu verbeugen, frühzeitig, rechtzeitig zu erkennen und auch effektive Therapiemaßnahmen anzuleiten. Am Darmkrebszentrum in Riesa laufen alle Fäden zusammen. Aber was ist das, ein Darmkrebszentrum? Ein Darmkrebszentrum ist letztendlich ein medizinisches Netzwerk, wo sich Experten sehr intensiv mit dem Thema Darmkrebs beschäftigen, sowohl in Diagnose, Therapie, Vorsorge, also das Rundumpaket, um das Thema Darmkrebs zu behandeln und abzugreifen. Darmkrebszentrum ist, wenn die einzelnen Disziplinen koordiniert und individuell für den einzelnen Patienten zugeschnitten ein Konzept entwerfen und sich hinterher auch alle an dieses Konzept halten. Aber wichtig ist, dass man sich halt eben nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich genau aufeinander abstimmt. Das heißt, dass jeder weiß, wann setze ich ein und was ist meine Aufgabe dabei, sodass das halt eben dann hinterher auch nahtlos von dem einen auf den anderen übertragen werden kann. Jeder der drei Chefärzte arbeitet mit seinen Abteilungen auf höchstem Niveau. Das Ziel ist dabei klar definiert. Wir sind fast immer so eine Eingangstür für die Patienten. Wir sind in der Regel Ärzte, die Kontakt zum Patienten haben, die mit Beschwerden aufgenommen werden oder mit Beschwerden zu uns zur Diagnostik kommen. Sie erfahren in der Regel über die Diagnose von uns und sie werden eigentlich auch von uns weitergeleitet zu unseren, sagen wir so, Partner im Darmzentrum. Wir kümmern uns um das, was halt Systemtherapie bei der ganzen Sache ist. Das heißt, bei der Systemtherapie kann es sein, dass wir halt eben vor der Operation stehen. Kann aber auch sein, dass wir es halt eben nach der Operation machen. Und auch da gibt es gewisse Dinge, die wir zu berücksichtigen haben. Also sprich individuelle Faktoren, aus der heraus dann die oder diese Entscheidung halt kommt. Die operativen Eingriffe erfolgen im OP. Doch bevor es soweit ist, sind schon im Vorfeld viele Schritte erfolgt. Entscheidungen zur Behandlung werden in einem sogenannten Tumorboard, auch standortübergreifend, besprochen und getroffen. Hier finden alle behandelnden Mediziner und Therapeuten zusammen, um alle Schritte genau auf den Patienten und dessen Erkrankung festzulegen. Der Patient profitiert davon, je mehr Erfahrung ein Team hat. Und so war das bei uns auch ein Entwicklungsprozess, wo wir mehr und mehr Erfahrung gesammelt haben. Letztendlich konnten wir uns aufgrund unserer Erfahrung und unserer Netzwerkstruktur auch zertifizieren als Darmkrebszentrum, um eben diese Qualität auch abzubilden und auch in ständigen Überprüfungen standzuhalten. Der Anspruch an ein Darmkrebszentrum ist hoch. Um alle Anforderungen zu erfüllen, müssen alle gemeinsam unsere qualitative Niveau immer wieder nachweisen, immer wieder beweisen und wir werden dann im Laufen bleiben jetzt. Ja, wir werden dann uns eigentlich auch als Ärzte sich nicht immer ruhig fühlen jetzt, ja, dass wir alles erreicht haben. Das bedeutet für uns, dass wir im guten Trainingsmodus bleiben müssen jetzt, ja, und das ist ja Vorteil für uns auch jetzt, ja, dass wir als Behandler immer gut trainiert sind. Das ist ja Voraussetzung für ein gutes und gesundes Team, für ein gutes und gesundes Krankenhaus. Das ist für uns schon sehr anstrengend, da am Ball zu bleiben. Aber es ist auch unser Anspruch gegenüber den Patienten, dass wir hier unsere Qualität gut halten und sogar noch weiter voranbringen. Es ist noch nicht das Ende. Die Versorgung an einem Darmkrebszentrum erhöht die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich behandelt werden zu können. Diese Möglichkeit bieten die Elbland-Kliniken auf hohem und kontinuierlichem Niveau am Standort in Riesa.